willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Mal wieder im Auto, Stadt, der wie ihr seht. Ich habe gerade Felix zur Arbeit gebracht. Und es werden jetzt sozusagen Daily Vlogs hier, weil ich habe gestern erst gevloggt. Vorgestern habe ich gevloggt und heute vlogge ich auch. Also es wird so ein bisschen Daily Vlog-artig. Genau, ich habe Felix zur Arbeit gebracht und bin jetzt auf dem Rückweg, beziehungsweise muss jetzt noch was einkaufen, weil heute ist die Feier. Die Familienfeier von meinem Geburtstag, weil mitten in der Woche hatten die meisten aus meiner Familie einfach keine Zeit und deswegen feiern wir jetzt am Samstag. Und genau, deswegen ist heute die Geburtstagsfeier, dafür muss ich jetzt noch ein paar Sachen einkaufen. Und ich wollte auch noch einmal zu Action, ich weiß nicht, einige von euch kennen den Laden bestimmt. Und genau, da fahren wir jetzt auch noch hin. weil ich da einfach noch ein paar Sachen brauche. Benetton ist hinten mit drinne. Sitzt hinter mir in unserem in unserem Maxi-Cosi, also in dem Cybex. Und den werden wir gleich auch mit reinnehmen. Ich werde jetzt erstmal gleich Gurken kaufen, weil meine Mutter hat mir gerade noch eine Sprachnachricht gekriegt, dass sie unbedingt Gurken braucht. Und genau, die werden wir dann natürlich gleich zuerst kaufen. Und danach fahren wir zu Action und kaufen da ein paar Sachen, die ich noch so brauche. Ich habe eine Einkaufszettel geschrieben, dass mir einfach ein paar Sachen fehlen noch, die ich noch brauche. Und wenn ich jetzt gerade sowieso schon hier in der Nähe bin, dann kann ich ja kurz mal zu Action reinspringen. Und dann mal sehen, warum fährt ihr mir so dicht drauf. Genau. Wird schon 4 Tage 18, Leute. Krass, oder? Wie schnell die Zeit vergeht. Hammer. So. Rote Ampel. Und hier gehen wir jetzt gleich shoppen. Also hier ist das Gewerbegebiet von Henschel Ulzburg. Guck mal, da seht ihr mein Auto, Leute. Ja. Danke schön. Auch nur die zwei? Nee, ganz ehrlich. So, mein Lieben, wir haben die Gurken erfolgreich gekauft, habt ihr ja gesehen. Und jetzt müssen wir gucken, dass hier der andere mal ausparkt und dann können wir auch raus. Ich hätte mal andersrum rausfahren sollen, weil wir müssen sowieso auch andersrum. So, passt doch. Genau. Ich glaube, meine Mutter hat mir gerade noch geschrieben,
das auch noch gleich mal beantworten. So. Schläft der in seinem Auto? Krass, ey. Menschen gibt's da. Muss erstmal einen freien Parkplatz hier finden. Action ist anscheinend voll und beliebt. Verkehrsfunk exklusiv für Schleswig-Holstein. Richtig, der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung. Und es stockt auf der A1 Bremen nach Hamburg zwischen Maschner Kreuz und Stillhorn 4. Mein Lieben, ich habe jetzt noch schnell Henrys Sitz aus meinem alten Auto geholt. So, mein altes Auto steht ja da. Genau. Und ich habe kurz den Sitz rausgeholt. Weil Henry diese Woche wieder zu uns kommt. Also nächste Woche wahrscheinlich. Diese Woche wird er schlecht. Die Post hat er gar nicht mehr auf. Aber er ist schon fast fertig. Und wird dann auch zeitnah wieder herkommen.